Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Muss nicht wiederholen, was die Vorredner alle zum Thema Abstieg gesagt haben, wie bitter das alles für uns ist. Vielleicht ist es aber auch eine Chance. Eine Chance einfach jetzt, Dinge besser zu machen und gemeinsam vielleicht eben wir das zu leben, was uns stark macht, nämlich diese Gemeinschaft. Und das Ziel muss sein, jetzt mit Markus Anfang zusammen hier eine Zeit zu prägen, wo wir einfach einen Trainer haben, der eine klare Idee hat, der bewiesenermaßen erfolgreich arbeiten kann. Ich hoffe, dass wir diesen Weg dann gemeinsam gehen, weil wir brauchen euch und ihr braucht ein Stück auch uns und dass wir es gemeinsam machen. Alleine schafft es keiner. Ja, ich sehe wahrscheinlich entsprechend abgekämpft aus, was damit zusammenhängt, dass wir 2 Stunden länger gebraucht haben, als dies der Zeitplan vorgesehen hat. Allerdings hat es sich gelohnt. Es waren ausgesprochen niveauvolle Mitgliederversammlungen, also eine außerordentliche, die wir hatten, und natürlich auch die ordentliche, die sich dann auf 2 Geschäftsjahre bezog, weil wir natürlich die ursprünglich geplanten Mitgliederversammlungen Corona-bedingt verschieben mussten. Insofern hatten wir heute eine ganze Menge aufzuarbeiten und nachzuholen. Das ist uns gelungen. Ich bitte Sie um Ihre Stimmen. Wer dafür ist, Christoph Franke zum Ehrenmitglied der SG Dynamo Dresden zu ernennen, den bitte ich um das Handzeichen. Wer stimmt dafür, Gerd Heidler zum Ehrenspielführer der SG Dynamo Dresden zu ernennen? Damit ist auch dieser Antrag auf Ernennung von Wolfgang Lessing zum Ehrenmitglied der SGD einstimmig angenommen. Und es gab auch einige brisante oder emotionale, kontrovers geführte Debatten. Aber, und das möchte ich unbedingt betonen, diese liefen äußerst sachlich, äußerst konstruktiv, absolut niveauvoll ab. Und dafür nochmal mein ganz herzlicher Dank an all die Mitglieder, die heute hier bei uns waren. Es waren mehr als 500. Natürlich wünschen wir uns immer noch mehr, vielleicht mehr als 1000 oder 1500, damit es noch demokratischer wird bei weit über 24.000 Mitgliedern in unserem Verein. Aber immerhin, bei diesem wunderschönen Wetter, haben mehr als 500 den Weg heute hierher gefunden ins Kongresszentrum und entsprechend dann dort sich über das, was wir fast am allerliebsten haben, ne? Natürlich neben unserer Familie und Kindern und Eltern, unseren Herzensverein SG Dynamo Dresden, dass wir darum ringen, das Beste für den Verein zu wollen und das auch voranzutreiben. Und das hat sich hier heute erneut bewiesen und darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Das war heute allerhöchste und beste Schule, höchstes Niveau, was die Debattenkultur angeht. Und das wünschen wir uns natürlich dann auch für die nächste, für die ordentliche Mitgliederversammlung dann am 26. November dieses Jahres. Auf dieser Mitgliederversammlung werden wir dann übrigens unseren Aufsichtsrat wählen.